Seit gestern wissen wir, die Lufthansa Group kauft noch einmal weitere A320neo und auch nochmal den A321neo. Damit sind jetzt allein für die Passage der Kernmarke Lufthansa über 100 Flugzeuge aus der A320neo-Familie bestellt worden. Dabei gehen natürlich noch einige Bestellungen auf die Tochtergesellschaften der Lufthansa. Seit gestern steht jetzt der Beschluss für den Kauf 27 weiterer Maschinen. 7 A320neo und 3 A321neo gehen dabei an die Swiss. 17 weitere Flugzeuge bzw. der Rest, die 17 Maschinen, 17 A320neo gehen damit nochmal an die Lufthansa. Im letzten Video haben wir uns ja schon ausführlich mit der Basis, dem A320, beschäftigt. Heute kommt das versprochene Video zum A320neo und zu all dem, was Airbus noch so aus dieser Flugzeugfamilie rausholen möchte. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und schon unterm letzten Video sind einige interessante Kommentare von euch zusammengekommen. Viele haben mir dazu gestimmt. Airbus hat mit dem A320, mit der A320-Familie, ein wahnsinnig potentes Produkt auf die Beine gestellt. Und auch wenn man den Erstflug des A320 bereits im Jahre 1987 feierte, hat man bis heute noch nicht das volle Potenzial dieser Flugzeugfamilie ausgeschöpft. Ein großer Schritt nach vorne in die richtige Richtung war aber auf jeden Fall ohne Frage die Modernisierung der A320-Familie. Airbus kündigte das bereits im Dezember 2010 an. Das ist mittlerweile also fast 8 Jahre her. Ja, und dann sollte eine A320-Familie mit dem Beinamen Neo entstehen. Das Neo steht dabei für New Engine Options. Damit erklärt uns der Name auch direkt die größte Neuerung der A320-Neo-Familie, denn er bekommt neue Triebwerke. Die klassische Variante war mit natürlich auch immer wieder überarbeiteten Varianten des CFM56-Triebwerks oder mit den V2500-Triebwerken unter den Tragflächen unterwegs. Und der neue bekommt jetzt entweder den Pratt & Whitney 1100G Pure Power Getriebefan oder das neue Leap-Triebwerk von CFM. Beides Triebwerke, die für eine ganz neue Flugzeuggeneration entwickelt wurden. Denn ganz klare Sache, die Effizienz eines Flugzeuges hängt nicht nur, aber hauptsächlich von den Triebwerken ab. Ja, und heute zeigt das Pure Power Triebwerk von Pratt & Whitney, dass man die ersparten Treibstoffgelder für unnötige Wartung und eine ziemlich blöde Unzuverlässigkeit direkt wieder raushauen kann, aber man ist ja immerhin auf dem richtigen Weg. Neben den deutlich größeren und neuen Triebwerken des A320neo waren eine weitere optisch leicht zu erkennende Neuerung die Sharklets des A320. Die sind vergleichbar mit den Winglets, wie sie zum Beispiel eine Boeing 737-800 schon seit Jahren trägt. Die Sharklets waren jedoch nie ein Alleinstellungsmerkmal des A320neo. Heute ist das eigentlich relativ klar. Vor ein paar Jahren sorgte das auf den Aussichtsplattformen des Flughafens gerne mal für ein bisschen Verwirrung. Kurz zur Erklärung, die Sharklets des A320 gehörten nie wirklich zum Neo-Programm, sondern zum sogenannten Enhanced-Programm, welches Airbus vor ein paar Jahren startete, um Kleinigkeiten am A320 zu verbessern. Dazu gehörten zum Beispiel andere Flügelenden, in diesem Fall die Sharklets. Diese waren dann ab dem Jahr 2012 für den Flieger bestellbar bzw. nachrüstbar. Die Dinger machen auch tatsächlich richtig was aus. Erstmal sehen sie ganz ordentlich aus und laut Airbus-Angaben sorgen sie für bis zu 3,5% Treibstoffersparnis. Das klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig wild. Auf eine ganze Flugzeugflotte einer bestimmten Airline pro Jahr gerechnet dürfte das dann aber durchaus merkbar sein. Außerdem sorgen, wieder laut Airbus-Angaben, die Sharklets für bis zu 700 Tonnen CO2-Ersparnis pro Flugzeug pro Jahr. Da will man sich gar nicht ausrechnen, wie viel da sonst noch so rausgedrückt wird, aber immerhin kann man mit den Sharklets ein bisschen was davon sparen. Das alles bedeutet jetzt, bis September 2014 war in der Luft kein A320 mit Sharklets ein A320neo. Denn die hatten dann entweder den Nachrüstsatz dafür bestellt oder die Dinger wurden als klassischer A320 direkt mit diesen Sharklets von Werk aus ausgeliefert. September 2014 deswegen, weil dort erst der Erstflug des A320neo mit Pratt & Whitney Triebwerken stattfand. Die zweite Triebwerksvariante mit den Triebwerken von CFM folgte dann Anfang 2015. Für den A320neo waren die Sharklets dann allerdings Pflicht, also da kann man sich das nicht aussuchen, ob man die dabei haben möchte oder nicht, denn die sorgen in Kombination zusammen mit den neuen Triebwerken dann für die versprochenen 15% Treibstoffersparnis im Vergleich zum klassischen A320. Und zu den eben schon genannten 700 Tonnen addieren sich durch die neuen Triebwerke nochmal weitere 2900 Tonnen an CO2, die pro Flugzeug laut Airbus-Angaben pro Jahr eingespart werden können.
Das ist ein immenser Effizienzgewinn im zweistelligen Prozentbereich und für die Airlines dadurch interessant, weil das Flugzeug einfach schlichtweg günstiger zu betreiben ist als sein eh schon sparsamer Vorgänger. Und während der A320 diese Entwicklung mitmachte, stockte auch Airbus ein bisschen auf, um der immensen Nachfrage gerecht zu werden. Denn ihr erinnert euch vielleicht noch, 2013 wurde das 10.000. Flugzeug aus der A320-Familie bestellt. Zu diesem Zeitpunkt baute man bei Airbus schon ungefähr 45 Flugzeuge aus der A320-Familie pro Monat. 2017 waren es dann bereits über 50 Flugzeuge pro Monat und Ende des vergangenen Jahres eröffnete man in Hamburg am Airbus-Standort Finkenwerder eine vierte Endmontagelinie für Flugzeuge der A320-Familie. Damit hat man jetzt in Europa 8 Endmontagelinien für Flugzeuge dieses Typs. Und durch neueste, modernste Technik und so ein bisschen Gehirnschmalz schafft man es tatsächlich, 10 Flugzeuge pro Endmontagelinie zu bauen. Das schafft man noch nicht überall, aber da soll es auf jeden Fall hingehen, sodass man dann pro Monat bis zu 80 Flugzeuge der A320-Familie bauen und ausliefern kann. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt alle Mitglieder der A320-Familie mittlerweile auch als Neo, bis auf den A318. Denn der hat sich mit nur 79 eingesammelten Bestellungen als nicht sonderlich attraktiv erwiesen. Die Fluggesellschaften, die Flugzeuge im Kapazitätsbereich rund um die 100 Passagiere suchen, da liegt nämlich der A318, die können dann eher effizientere Maschinen bei Embraer oder bei Bombardier bestellen. Ach nee, die C-Series hat Airbus ja schon übernommen. Ja, das haben die tatsächlich aus genau dem Grund gemacht, denn Bombardier hat eindeutig den besseren A318 gebaut. Und bei Boeing mit der Boeing 737-600, also mit der kleinsten 737 der Next Generation Reihe, sieht das ziemlich genauso aus. Also diese Flugzeuge, diese Varianten kann man heute getrost vergessen. Airbus hat den ersten A320neo am 20. Januar 2016 dann ausgeliefert und bis heute haben die tatsächlich schon über 400 A320neo gebaut und ausgeliefert. Dazu gesellen sich fast 100 A321neo, kriegt man irgendwie gar nicht mit, dass die so viele Dinger davon bauen, und den A319neo, den gibt es zwar mittlerweile auch schon. Der hatte seinen Erstflug im März 2017, ausgeliefert wurde der allerdings noch nicht. Die Bestellungen für dieses Flugzeug sind mit knapp über 50 allerdings auch sehr überschaubar. Das Flugzeug ist einfach nicht so attraktiv für die Fluggesellschaften, denn die Vorteile, die so ein Neo bringt, die kommen beim A319 einfach nicht so sehr zum Tragen. Beim A318 kann man sie komplett vergessen, beim A319 sind sie am geringsten im Vergleich zu seinen größeren Brüdern. Die Fluggesellschaften, die hier solche Flugzeuge in diesem Kapazitätsbereich brauchen, können sich da viel eher mal die CS300 bzw. den A220-300 angucken oder die Embraer E190-E2. Der A319 bietet für sein Gewicht schlicht und einfach nicht genug Kapazität, um ihn effizient werden zu lassen, im Vergleich zu den Konkurrenten von Bombardier und Embraer. Und ganz wichtig, was man noch dazu sagen muss, dieses Denken macht allerdings natürlich nur Sinn, wenn man auf eine gewisse Kommunalität zwischen den Flugzeugen verzichten kann. Also wenn man sowieso nur eine Flotte bestehend aus A320 und A321 hat, dann macht es vielleicht doch mehr Sinn, den A319neo zu kaufen als eine C-Series oder eine Embraer. Diese knapp über 50 Bestellungen sind im Vergleich zum A320neo ja eigentlich gar nicht nennenswert, denn dieser zeigt mit mittlerweile über 4000 Bestellungen, dass man das Flugzeug durchaus gebrauchen kann, genauso wie der A321neo, der mittlerweile knapp 2000 Bestellungen einsammeln konnte. Das heißt für uns erst einmal, dass viele Fluggesellschaften tatsächlich in den nächsten 2 bis 3 Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch 10 Jahre länger, auf die Flugzeugfamilie von Airbus setzen werden. So wie das bis zum jetzigen Zeitpunkt aussieht, ist das auch durchaus eine sinnvolle Wahl. Bei Boeing sieht das, nur zum Vergleich jetzt mal, nicht wahnsinnig viel schlechter aus, also nicht ganz so vielversprechend, aber hauptsächlich treue Boeing-Kunden kauften da die Max-Variante der 737, die mittlerweile auch knapp 4800 Bestellungen einsammeln konnte. Auch das ist ziemlich beeindruckend. Ist sowieso ziemlich beeindruckend, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viele Flugzeuge in den letzten Jahren bestellt worden sind, wie viel da noch an Auslieferungen kommen wird und wie viele A320 und 737-Maschinen, also wie viele Standard-Rumpflugzeuge man irgendwann mal am Himmel sehen wird. Jetzt gibt es ja aber nicht nur den ganz normalen Neo, nur mal so, der A320neo schafft im Vergleich zu seinem Vorgänger gut 500 Kilometer mehr Reichweite. Das liegt einfach daran, dass er mit seinen effizienteren Triebwerken aus seinem Sprit schlicht und einfach mehr Reichweite rausholen kann. Er kann damit schlicht und einfach weiter fliegen. Beim A321neo sieht man das Ganze noch deutlicher. Der schafft in der Neo-Variante im Vergleich zur klassischen Variante gut 1000 Kilometer mehr. Damit ist aber noch nicht genug. Die neuen Triebwerke geben Airbus die Möglichkeit,
ein A321LR zu bauen, also ein A321 Long Range. Der ist ausgestattet mit zusätzlichen Treibstofftanks und bietet im Vergleich zum normalen A321 ein erhöhtes Abfluggewicht und sticht damit ganz selbstbewusst in den sogenannten Middle of the Market, der eigentlich von der Boeing 757 beherrscht wird. Denn der A321LR schafft versprochene 7400 Kilometer und das mit 206 Passagieren an Bord in zwei Klassen. Das ist schon mal eine gute Ansage. Airbus gibt den Fluggesellschaften damit die Möglichkeit, ein sparsames Standardrumpflugzeug für die Langstrecke zu verwenden. Und das ist schon mal eine ziemlich gute Sache für Billigfluggesellschaften, denn die können damit nochmal deutlich günstigere Tickets anbieten. Ob die Tickets jetzt nicht vielleicht schon günstig genug sind und ob man unbedingt einen A321 über den großen Teich schicken muss und man da drin sitzen muss, das ist so eine Frage, die haben wir schon mehrmals versucht zu klären, haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Das ist dann wieder ein Thema für sich, aber es funktioniert auf jeden Fall. Die Leistungen, die Airbus dabei aus dem Flugzeug rausholen kann, sind ziemlich beeindruckend, denn bei voller Ausnutzung der Reichweite ist der A321LR tatsächlich gut 25% effizienter zu betreiben als die mittlerweile schon etwas betagte Boeing 757. Und das ist echt eine Ansage, die sich für viele Fluggesellschaften durchaus rechnen könnte, gerade im Hinblick auf die amerikanischen Fluggesellschaften, die noch sehr, sehr viele Boeing 757 und 767 in ihrer Flotte haben. Wenn man da mal so ein bisschen darüber nachdenkt, das jetzt wirklich komplett auf Airbus umzustellen, weil Boeing im sogenannten Middle of the Market, der für den amerikanischen Markt sehr, sehr wichtig ist, nun mal gerade nicht so wahnsinnig viel entgegensetzen kann. Naja, wenn man da jetzt auf Airbus umstellt, dann auch noch den Vorteil mit der Kommunalität hat, dann ist das alles schon ein gutes Argument. Und damit kommen wir langsam aber sicher am Maximum an von dem, was man aus der A320-Familie rausholen kann. Man hat noch das Bild vor Augen, 1987, Erstflug des A320 ohne Sharklets, ein Flugzeug, was nicht wahnsinnig viel Reichweite bieten konnte, aber trotzdem seiner Zeit irgendwie durchaus ein ganzes Stück voraus war. Und vielleicht war es das ja nicht mal. Airbus hat angedeutet, es könnte einen A321++ geben, einen A322. Womöglich eine nochmals verlängerte Variante mit noch mehr Reichweite. Das alles immer noch auf Basis des A320. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen zum Thema A320neo dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare dazu, weil ist durchaus ein Thema, gerade mit den neuen Pratt & Whitney Triebwerken kann man echt ein bisschen drüber diskutieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ein großes Dankeschön geht heute nochmal an Silvio raus, der mich seit gestern tatkräftig und sehr großzügig auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung und dann wie gesagt, bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.